Sollte man natürlich von hier oben das Auto treffen. Ah, scheiße. Ich habe auch nicht getroffen. Naja, egal. Okay, da liegen noch 5 Taschen rum. Die Frage ist, wer soll jetzt runter? Also am besten wäre es eigentlich, wenn die... Och, was? Die Cops haben Taschen. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, es geht echt los. Ja, die haben natürlich erstmal Verstärkung angefordert. Die Polizei, das war das, was der Sprecher gerade gesagt hat. Okay, Flucht ist möglich. Dann werden wir doch mal gucken, dass wir hier fliehen. Warte. Die brauchen mehr Taschen, haben sie gesagt. Ach, da ist noch einer. Ja, wo kommen die denn her? Da hinten sollen wir hin, oder was? Gut, ich meine, wir können auch warten, bis sie uns einen Heli schicken, aber an sich geschickter wäre es, wenn wir wirklich da hinten hingehen. Okay, Alter, wir sind total umstellt. Das war nicht besonders schlau, was wir gemacht haben. Ich schieße einfach mal da drauf. Schaden kann es ja sicher nicht. Ja, okay. Jetzt kommt hier unser Heli. Also von dem Punkt her war es nicht schlecht. Weil genau hier eigentlich der Heli dann kommt. Ja, natürlich! Wo kommt ihr denn alle her, Brüder? Was ist denn das für eine Verarsche? Würden die mir mal helfen? Ah ja, perfekt. So. Passt ja schon mal einigermaßen. So, das hätten wir. Okay, dann place... Obwohl, nee, wenn ich jetzt eine Munitionstasche hinstelle, dann kommen die Polizisten da auch dran. Das will ich natürlich nicht. Weiß nicht, ob die das wirklich benutzen können. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber... Was soll's? Irgendwie hat Fraps gerade so ein leichtes Problem mit Payday 2. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ah, auf jeden Fall ist da immer dieser kleine Ruckler. So ein, nach dem obersten, naja, Viertel vom Bildschirm. Vielleicht seht ihr es, ja? Ich hoffe es nicht, aber vielleicht seht ihr es. Muss ich mal hier meine Munition ein bisschen aufbessern. So, geht. Das war's auch schon. Ah, wir sind ja zu dritt. Sag mal, wie lange brauchen das noch, bis der Heli kommt? Meine Fresse, ey. Ah, eine Minute ist... Da sieht man mal, wie lang eine Minute sein kann. Ah, jetzt perfekt. Da ist er. So, wenn der jetzt... Natürlich, wahrscheinlich, oder? Dann helfen wir dem mal. Und zack, und schon sind wir fertig mit Tag 1. So, Tag 1 ist fertig. Wenn ihr mal hier rechts oben guckt, da seht ihr jetzt, früher waren es ja hier 3 Level. Und das vierte hat jetzt hier so Teufelshörner. Von daher, also... Ey, wow, die erste Folge ist ja schon auch fast rum. Merke ich gerade. Ich habe ja meine Stoppuhr mitlaufen. Ja, schauen wir mal. Moment mal, das ist doch... Ah, ja, das ist die Mission. Ja, die kenne ich, die kenne ich. Die haben wir auch schon öfters mal gezockt. So, machen wir das.
Und zwar genauso, wie der das gesagt hat. Deshalb würde ich sagen, wir sollten mal dahin. Alter, was? Wieso rennt denn der so langsam, ey? Was ist denn das? Ach so, weil ich meinen Anzug anhab, natürlich. Mein Schützenanzug, deswegen ist er so langsam. Klar. Okay, fehlt jetzt noch? Ja, da ist noch eine Tasche. Wusste ich doch. Und zack. Bleibt am Leben, bis das Boot da ist. Das müsste normalerweise funktionieren. So schwer kann das jetzt nicht sein. Jetzt weiß ich auch, wo das Flutlicht ist. Das habe ich bisher nie geblickt. Okay. Also hier drin scheint's, also sieht so aus, als könnte man sich hier drin gut verteidigen. Das ist das, was er im Endeffekt gesagt hat. Die Frage ist jetzt natürlich, an welchem Dock wird das Boot kommen? Einmal entweder da drüben oder hier oder da. Das Blöde ist, da ist nachher irgendwie ein Heli. Dock 7 wäre an sich nicht schlecht. Das könnte wirklich nicht schaden, wenn das Dock 7 wäre. Aber das schauen wir jetzt einfach mal. Erstmal müssen wir gucken, dass hier keine Polizei kommt. Dock 8 geht ja schon mal nicht, wie man sieht. Wieso ist da unten eine Tasche? Oh, Leute, ey. Ernsthaft. Na komm. Die könnten nämlich hier wirklich überall herkommen. Das heißt, auf die Taschen muss mindestens einer aufpassen, weil sonst außer mir hier gerade niemand ist, mache ich das einfach mal. Ja, tut mir leid, ihr seht jetzt natürlich nicht so viel davon, aber das denke ich, das ist zu verkraften. Oder? Ja, gut. Der Meinung bin ich nämlich auch. Naja. Ey, die Musik ist aber auch irgendwie chillig, nicht? Keine Ahnung. Ja, es ist einfach so gammelig, da zu warten, bis dieser Bootsfahrer da ist. Ich meine, wer hat denn sich das ausgedacht, dass es so lange dauert bei Payday? Es ist ja an sich ein geiles Spiel und ich habe ja wirklich nichts dagegen. Aber das war einfach ein bisschen unnötig. Tut mir leid, aber ist so. Naja, hat man ein bisschen Zeit zum Rumlabern. Ist besonders dann gut, wenn mir nichts einfällt, worüber ich labern könnte. Aber was soll's. Ich habe einfach mal keinen Bock, die zu treffen, so wie es aussieht. Wird auch noch besser. Wo könnte das Boot denn eigentlich kommen? Ich sage ja hier entweder Dock 9. Das wäre grundsätzlich nicht so verkehrt. Oder Dock 7 da drüben. Ich hoffe, dass es hier kommt, weil dann kann ich schon mal da bleiben. Aber wo muss denn? Ja, sehr schön. Sag ich doch. Das hatte der Sprecher auch gerade gesagt. Da musste der Bootfahrer das nicht nochmal sagen. Es sind so Sachen, die finde ich einfach so unlogisch. So, und jetzt sollten wir nach Möglichkeit noch treffen. Lloyds. Alter. Sollte ich eigentlich schaffen, hier zu überleben, so lange? Was macht der hier in dem Auto? Mal ernsthaft, was macht der hier? Das geht doch so nicht. Ach komm, ey. Wer gammelt hier noch rum? Okay, hier ist die Luft rein, hier auch. Na, fast. Einfach mal einen SWAT-Typen erlegt, so. Haltet eure Köpfe über Wasser, steht jetzt links oben. Sollte eigentlich recht gut möglich sein.
Helis unterwegs. Na, komm raus. Was für ein Lappen, ey. Denkt der wirklich, der kann sich mit uns anlegen? Naja, komm. Der ist auch nicht besser. Wow, jetzt habe ich hier noch dieses Steam-Overlay, was es natürlich immer anzeigt. Also, dann weiß ich jetzt, dass ein Kumpel von mir Dota 2 spielt. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt nicht über andere Spiele reden, sondern vielmehr mich... Naja, was heißt darauf konzentrieren? Das muss man ja nicht wirklich. Ich meine... Sagt mir mal, auf was man sich hier konzentrieren muss. Ich meine, man muss am Leben bleiben. Okay, das sehe ich ja ein. Aber das ist nicht schwer. Gerade weil wir es ja auch auf normal zocken. Wenn wir das hier jetzt auf Todeslust, also auf dem neuen Schwierigkeitsgrad spielen würden, dann würde man den Boden nicht mehr sehen vor Polizisten. So kommt es einem dann zumindest vor. Jo, wahrscheinlich kommen die da vom Schiff. Wahrscheinlich, oder? Sehe ich auch so. Alter. Ey, zum Glück haben die keine Taser oder sowas. Und damit hätten wir auch Tag 2 geschafft. Naja, was? Wir haben Zeug verloren? Was für Lappen sind das denn? Naja, egal. Was soll's? Ah, ich habe die höchste Präzision, das ist schon mal nicht schlecht. Und Level 24. 16 Kills, 9 Kopfschüsse und diesmal nehme ich die mittlere Karte. Oh, das ist auch schade, dass da XP... Ja, eine Maske. Cool. Ich habe bisher selten Masken gekriegt, muss ich ehrlich zugeben. Ja, und dann würde ich sagen... Schauen wir doch mal, was er uns hier für eine Mission aussucht. Ich gucke so lange mal hier in Fertigkeiten. Gut, bei 2 Punkten ist das... Ah, toll. Ganz toll. Naja, CrimeNet im Offline-Modus. Ah, das sind dann vielleicht so... Ich habe ja vor längerer Zeit mal inzwischen älteren Video, auch von Payday 2, habe ich mal drunter geschrieben, dass das CrimeNet Offline vielleicht so eine Art wie Story ist. Das glaube ich jetzt allerdings nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Ich möchte es auch gar nicht unbedingt ausprobieren, weil ich viel lieber hier mal nachgucke, ob es hier was gibt. Offshore Payday. Vorzügter Kartentyp. Waffenmod. Tja, wie man setzt, hä? Muss ich das blicken? Fertigkeit, Gesamtwahrscheinlichkeit dafür. Okay. Interessant. Farbe, Muster. Alter, berüchtigt. 30 Millionen, natürlich. Nichts. Ich habe 16 Millionen. Wenn ich 10 Millionen setze...